Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, wie gesagt, so getan, beziehungsweise tun wir jetzt. Kommst du immer noch hin, aber halt nicht mehr so gut, ne? Auf jeden Fall ein Tacken besser. So, auf den Hammer warten. Kann zwar nicht alles upgraden, aber wenigstens das noch. Und das ist auch eigentlich erstmal das Wichtigste. Gut, die Frage ist, ob man das überhaupt hier hinsetzen kann. Das schon mal nicht. Das aber. Gar nicht, oder was? Da mache ich noch zwei von den Kackteilen hier. Geht's auch nicht hier hin? Ne, leider nicht. Okay. Da bringt zwar kaum was, aber zack. Ja, ich werde die Kacke natürlich auch noch upgraden. Wenn wir Stein wieder haben, da auch noch zumachen. Mehr kann ich nicht tun. Wie gesagt, der ist eher. Ich weiß, ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Kann man mal eben gucken. Bevor ich euch wieder irgendwas erzähle, was nicht stimmt. So, erster Donnerstag war da. Also 1, 2, 3, 10, 13. Tag. Ist also 13 Tage alt, der Server, von daher. Heißt natürlich nicht, dass sie alle seit 13 Tagen spielen, ne? Ist auch logisch. Nur ein bisschen kann ich ja mitnehmen. 30 Pfeile müssen reichen. Ich würde gesagt, ich fange das auch mitnehmen, aber dann haben wir auch schon mehr so wenig Platz noch zu looten. Also ich lasse es hier. Scheiße. Gut. Wie gesagt, wir gehen jetzt die Straße einmal lang zum Airfield. Wir werden da die Fässer mitnehmen, wenn welche da sind. Wir werden mal im Warenhaus gucken kurz. Und natürlich nehmen wir Sofo mit, was geht. Mal ein bisschen noch, dann können wir auf jeden Fall zwei Türen aufsprengen. Mit unserer explosiven Moon. Und dann werden wir das auch definitiv direkt machen hier in der Höhle. Werden wir sehen, wie weit wir kommen. Zur Not wird es halt ein Langzeit-Raid. Haben wir ja auch schon mal gehabt, sowas. Aber das wäre halt dann heute alles für mich. Also wie gesagt, jetzt einmal hier lang gehen, looten, die Sofasteine mitnehmen, die wir noch finden. Hoffen, dass das reicht. Das würde ich dann nochmal brennen. Da kann ich ja nebenbei was anderes machen. Also Rast zocken. Dann gucken, ob wir genug für zwei Türen haben. Wenn ja, gehen wir in die Höhle. Hauen da zwei Türen weg und gucken, wie weit wir kommen. Ich denke, es wird nicht reichen, zwei Türen, aber dann wissen wir schon mal. Es ist ja unwahrscheinlich, dass irgendwo jemand jetzt hier hinrennt und genau weiß, in der Höhle ist eine Base und raidet die dann zu Ende. Und wenn es passiert, passiert es halt. Mein Gott.
Kann auch sein, dass sie schon geradet ist und derjenige dann einfach zwei Türen hingesetzt hat wieder. Kann genauso gut sein. Von daher. Na, oh, der verfickte, dreckige Pissi, die ist auch unterwegs, ey. Das geht mir echt sowas von auf den Nüsse, Leute. Kannst du immer wieder sagen. Und ich werde mich da immer wieder drüber aufregen. Oh, das Waffenteil müsste ich eigentlich saven, weil eine Feder haben wir, ey. Das wäre dann die dritte halbautomatische. Und ein Suit. Suit ist auch super. Na ja, gut, dann gehen wir mal gucken. Wenn der Heli jetzt eh unsere Air ist, gehen wir jetzt vielleicht mal nicht ganz so weit, sondern machen nur hier vorne so ein bisschen. Steht ja auch schon genug rum. Und dann gehen wir das gleich einmal safen und gehen dann nochmal bis zum Airfield. Kann auch sein, dass der Heli jetzt... Weiß doch nicht, wir sind jetzt schon voll oder was. Kann auch sein, dass der Heli jetzt weg ist, ne? Dass er aus der Karte geflogen ist, ich weiß es nicht. Schmeiß es weg, oder was? Dann können wir nämlich sogar einen Suit mitnehmen. Dann haben wir ja zwei. Ich pack's einfach hier in unsere Kiste rein. Ganz zurück. Renn nur bis zur Kiste, pack das da eben rein, das Waffenteil zumindest. Karton Bauplan kann ich eigentlich auch da lassen. Genau wie das bisschen Holz. Was sollte ein Bär kommen oder ein Wolf? Da müssen wir halt abknallen. Mit der Knarre. Und Karte, ja, also die Straße folgen sollten wir wohl hinkriegen. Und ansonsten können wir uns immer noch eine machen wieder. Ich lasse trotzdem jetzt das alles hier, was wir schon gefunden haben. So, hier die scheint ja aktuell mal weg zu sein. Gucken wie lange. Ja. Mein Gott. So. Ach so, den Kackhelm haben wir auch noch hier. So, machen wir es mal. Wie gesagt, normal sollte man den Suit eigentlich nicht brauchen am Airfield. Das wollte ich nämlich mal antesten, deswegen habe ich auch die Holzhose noch mitgenommen und nicht irgendwas anderes. Also nicht diese Metallstraßenschilder Gedönshose. Gut, ich hoffe, der ist aus der Karte rausgefunden. Ich weiß gar nicht, der Heli kommt hier irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag, also ganz komisch. Und die Tage gehen ja auch echt schnell durch. Kann mir aber auch nur so vorkommen. Wieder ein Waffenteil. Was bräuchte man denn für diese komischen Lampen? Da bräuchte man noch irgendwelche Dosen, ne? Mal gucken, ey. Wisst ihr, welche ich meine, aber? Ja. Dunkelstoße, nehmen wir sie nämlich mal mit. Bis wir voll sind, dann schmeißen wir sie eh wieder weg.
Gut, ich nehme ein bisschen Stoff mit. Weil wir haben ja nur noch eine Bandage. Man weiß ja nie. Ja. Genau. Und noch einen reingedrückt. Unglaublich, ey. Deswegen ist ein bisschen Sofa auf dem Boden. Nehmen wir natürlich gerne mit, ne? Immerhin 150 Stück. Ja. Das lohnt schon. Ja, alles andere lasse ich jetzt liegen. Darum geht es ja jetzt gerade nicht. Geht wie gesagt nur um Loot und Sulfur. Den hast du aber auseinandergekloppt, du. Ich hoffe, käme es früher her, Mannau, ne? Da oben ist auch schon wieder so ein abgefreckter Stein. Weiß nicht, ob der vorher schon da war. Das sind immer die Dingensteine. Ich denke, die hauen da so lange drauf, bis sie die zwei High-Quality-Metalle haben und dann lassen sie den Scheiß liegen. Das ist natürlich dann da kein neuer spawnt. Ja. Deswegen ist das eigentlich sinnfrei. Sei denn, es spawnt da nach einer Zeit ein neuer, das weiß ich nicht. Aber wenn man mal guckt, dass er, können das ja mal im Auge behalten. Ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass hier jemand war. Das ist ja klar. Es läuft, ey. Unglaublich. Sammelt er sich schon automatisch ein, wenn die Fässer drauf haust? Nee, ne? Hier ist aber auch nichts von Sulfur zu sehen, ne? Ich denke mal, hier läuft noch jemand anderes an. Lang, lall ich denn so? Da läuft noch jemand anderes rum. Der mir sagen, was er wollt. Es kann sein, dass hier noch irgendwo da die Ecken Basen stehen. Da haben wir auch noch nicht geguckt. Aber generell ist hier nichts mit Steine. Dass die Leute nach 12 Tagen nicht unbedingt noch Fässer schlagen, ist auch klar. Irgendwas ist hier schon wieder meine Steuerung. Ja, ihr seht, wir haben schon drei Tanks, also an der Tank sollte es nicht liegen für den Flammenwerfer. Ja, hier waren ja auch noch zwei Basen auf jeden Fall. Da ist auch noch eine. War die vorhin auch schon da? Wahrscheinlich, ne? So, nur eine kleine. Auch inaktiv. Wo sind denn die ganzen Aktiven? Ist auch schon geradet hier, die Maschine. Hau ab, du Kackvieh. Ja. Wie gesagt, hier ist alles gewesen. Hier muss irgendwo noch was Aktives, Beaktives wohnen. Weil ihr seht, Sulfursteine sind alle weg. Hier liegen mal ein paar Steine, aber auch kein Sulfur. Und hier ist halt alles gewählt. Oh, hier ist mal einer.
schon treffen, ne? 150 hatten wir, ne? Ist schon gut, ey. Ich dachte schon, das wäre eine Base, aber sind die Türme vom... Warum stellst du so eine Scheiße hier hin, oder was? Ja, also die fette Base da vorne war, glaube ich, ne? Die müssen wir uns auch noch angucken, aber nicht, wenn wir jetzt hier voll beladen sind, also. Da müssen wir dann mal so das Nackt da losziehen. Irgendwo hat hier auf jeden Fall jemand Gas gegeben. Es wären ja nicht so viele. Geräumte Basen. Oh, der Heli scheint aber echt weggeflogen zu sein. Er fehlt, der soll doch auch neu sein, ne? War das, ich weiß nicht, ob das jetzt schon drin war oder nur geplant war. So, gleich mal ankündigen, dass wir da sind. Aber für 4 Metallrohre kann man das auch machen. Tür ist auf jeden Fall auf, hier auch. Schauen wir mal. Nice. Ja, so mag ich das. Ich habe gedacht, dass das jetzt irgendwo anders... Du musst es ja irgendwo anders herkriegen, wenn es nicht mehr im... nicht mehr von den Steinen so kriegst. Dass er mehr in Airdrops ist und Waffenkisten. Nice. Also scheint in unserer Ecke, zumindest jetzt um die Uhrzeit, keiner da zu sein. Oder die haben halt kein Interesse an Looten. Haben wir uns so eine ganz gute Ecke ausgesucht. Schauen wir mal die Türme durch. Heißt natürlich nicht, dass hier nicht jederzeit einer kommen kann, ne? Ist auch klar. Dass irgendwo einer hockt, weiß man auch nie. Gibt genug Freaks in Rust. Hier ist schon mal nichts. Ja, vielleicht sind wir auch gerade gekommen, wo ein anderer durch war. Weiß ich auch nicht. Aber normal hätte jetzt hier auch eine Kiste sein müssen. Nicht alles täuscht. Ja, hier oben sind nur Fässer drauf. Wenn sie da nichts geändert haben, deswegen gehe ich da jetzt nicht hoch. Check lieber noch die Türme und das Gebäude, da sind auf jeden Fall auch 2 Kisten nochmal drin.
Das Ding ist neu hier. Kommst du da nach unten wahrscheinlich, oder? Also ich kenne das hier noch nicht, ey. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher jetzt, ob's. Weil das ist so auch neu. Vielleicht haben sie aber deswegen die Kisten rausgenommen aus der Tür. Ich weiß es nicht. Werden wir mal sehen. Irgendwo muss man ja nach unten kommen. Wenn es drin ist. Dass es untertunnelt ist. Ich weiß auch nicht, ob überall immer das Holz wieder neu vorgeht. Ist ja auch irgendwie meistens vor, mal nicht. Und sehr schön. Brauchen wir auch noch welche von für einen Forschungstisch. Jetzt auch schon länger nicht mehr geguckt, wie viele Leute hier drauf sind. Und da werde ich nur wieder fickriger, wenn hier mehr Leute drauf sind. Deswegen habe ich jetzt gar nicht geguckt, sondern gehe einfach los. Mach jetzt auch alles auf. Hier war auf jeden Fall jemand. Sonst wäre hier überall Kisten. Aber seht ihr, hier ist nicht überall. Hier ist sogar ein Forschungstisch. Seht ihr, in dem Gebäude ist zum Beispiel gar nichts. Nochmal oben gucken. Aber wie gesagt, der eine Turm war auch auf. Ganz komisch. Hier ist jetzt wieder was. Leppi. Naja, naja, naja. Können wir zerlegen eigentlich direkt. Dazu sehen, dass ich jetzt nach Hause kriege, ne? Da geht's runter. Gucken wir uns mal an. Ich kenne es auch noch nicht, Leute. Nehmen uns den Turm noch mit, weil er zu ist. Oh, ich lasse auf. Nice, jetzt komm, jetzt gib mir ein Waffenteil, ey. Ich sag ja, schmeiß mir eh weg. Ja gut. Ist meine Frage auf jeden Fall mit dem High-Quality-Metall beantwortet. Wenn ich das jetzt aber so sehe, ist die Frage, wo komme ich die Waffenteile her? Drei Waffenkisten, dreimal High-Quality-Metall, also. Natürlich kein Licht mit. Ach du Scheiße. Zum Glück, ich sehe nämlich nichts, ey. Na also. Okay, da geht es weiter in irgendeine andere Richtung. Ja. Obwohl, ich kann doch eben eins machen, ne? Ich Idiot. Schon so viel finden. Zack. Jetzt ja direkt zwei machen. Wieder eine Waffe eins machen. Hier sind Fässerchen, sie nehme ich auch mit.
Ja, komm auch fertig, ey. SMG Teil, ne? Geil. Werden wir ohne SMG machen. Ja, aber ihr seht, hier brauchst du kein Suit, ne? Auf R fehlt. Da reicht die Holzrüstung. Noch eine Waffenbox. Nice. Tja, ist die Frage, wo lang, hä? Da sind wir gekommen, wir können da lang, da runter oder? Boah, Hammer, ey. Ja, da lohnt sich das Airfield ja wieder richtig, ja? Vorher hat sich das irgendwie nicht mehr so gelohnt, fand ich. Also nur die vier Kisten auf der Tür mal gehabt, zwei da in den Dingens. War jetzt nicht so prall. Aber hier, guck dich das an, wie viel hier rumsteht, ey. Das werden wir mit Sicherheit auch noch wieder ändern. Hammer. Ja. Mega leck. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt hier weiterrennen sollen, ob wir hoch sollen. Ich habe keine Karte mehr. Das sieht mir nämlich jetzt hier schon wie die Dingens aus. Ich muss gucken, dass ich das nach Hause kriege. Das ist ja schon Hammer hier. 54 High Quality. Sektion C. Alter Vater, ist das. Riesig hier. Ach ja, das hatte ich auch gelesen. Da kommst du in eine Höhle rein. Neben er fehlt. Kannst du dich natürlich hier. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Bauplatz ist. Bestimmt. Er hat seinen Helm jetzt weggeschmissen, der Junge. Das war nicht der Plan. Ja, wir könnten mal, aber ich will mich nicht in die Höhle bauen. Sind die hier, oder? Naja, was jetzt gerade im Vorsprint ansetzt. Ist weggebackt oder was, der Kackhelm? Ja. Wie ihr seht, das ist eine bisschen längere Folge, aber scheiß drauf. Ich werde zusehen, dass ich es nach Hause kriege, Leute. Wir haben mit Sicherheit nicht alles. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal hin. Wir haben auf jeden Fall nicht alles gelootet da unten. Ist ja riesig da verzweigt, ist ja Hammer. Noch den Turm mitnehmen, den haben wir noch nicht. Dann sehen wir zu, dass wir es heimkriegen. Und wie gesagt, dann brenne ich das Sofa noch eben. Kann ich nebenbei die SMG craften. Ja gut, ist auch logisch, dass jetzt nicht mehr in jedem Turm Loot ist. Kann natürlich sein, dass es trotzdem noch hier Loot ist, das weiß ich nicht. Aber mit dem Unterirdischen, das ist auf jeden Fall riesig da unten.
So, wenn ich alles täuscht, sind wir von hier gekommen, oder? Nicht, dass ich jetzt irgendwo ganz falsch laufe, ey. Aber müsste eigentlich hier die Straße sein. Muss ich mir echt eine Karte machen oder was? Doch, wir haben ja sogar einen Platz frei, dann machen wir das noch. Der, weil er den scheiß Helm weggeschmissen hat. Nein. Kein Bauplan, eine Karte. Ja, müsste schon passen hier bei den Bergen lang, die Straße müsste das sein, ja. Ja, ihr seht, also ich riskiere auch nicht, jetzt hier noch irgendwelche Fässer zu schlagen. Mir geht es jetzt echt nur darum, nach Hause zu kommen. Naja, ist richtig. Aber 10 Rohre. Ich weiß gar nicht, brauchen wir eine Feder? Eine oder zwei für eine SMG? Gießen können wir natürlich noch mitnehmen, fix. Ja, eine SMG ist schon böse. Also ich mag die sehr. I like it. Thompson macht zwar mehr Schaden. Aber die SMG haut die Geschosse einfach so schnell raus. Hammer. Durch mit Charlie. Oh, hier habe ich keinen Platz. Ah, hier natürlich die Karte. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, unser Ausflug. Wie gesagt, AK wäre natürlich auch nice gewesen, aber also AK-Teil, Waffenteil. Aber die ist so teuer. Boah, was ist denn los mit den Zahnrädern? Ja, ihr seht, ich könnte die ganzen Fässer hier noch mitnehmen, aber. Nee. Ich versuche lieber erstmal das nach Hause zu kriegen. Dafür sind wir noch zu früh im Spiel, um das alles jetzt aufs Spiel zu setzen, was ich habe. Mal so, wo ist natürlich ein bisschen wenig, aber ich werde es auf jeden Fall in den Ofen kloppen. Hatten wir brauchten also nur noch 28 oder was da hinten, das sieht doch aus wie ein Sofastein, ne? Oder ist das ein normaler? Nee, Sofa, sehr nice. Wie leise die auch ist im Gegensatz zu den anderen. Und halt wie schnell, ne? Ratzifatzi. Ich hatte doch zwei Taschen haben gemacht. Die eine hat auch weggedroppt, ne? Ich Idiot. Naja, noch ein Sofastein. Yes! Es läuft. Obwohl.
Ja, also Ecke hier ist super, Leute. Super. Ich habe noch keine übermäßige Base außer die da links gesehen. Die müssen wir halt erkunden gehen. Und halt hier den Berg ringsherum müssen wir mal erkunden. Aber wenn da jetzt nicht irgendwas Übermäßiges ist. Haben wir uns eine gute Ecke ausgesucht hier. Weil die haben sie uns ja abgenommen hier. Die ist ja schon weg. Ja, und mit der Picke jetzt hier, da können wir nämlich auch ratzfatz, ne? Da kann ich ratzfatz hier ab und zu mal hier so eine Farmrunde durchziehen, gar kein Problem. Vor allem, wenn ich weiß, dass hier nicht groß irgendwas anderes noch wer anders ist. Und wie gesagt, selbst wenn ich dann mal einmal sterben sollte, wenn ich eigentlich höre oder was, ist auch nicht tragisch. Hammer. Sehr geil, könnte ich auf jeden Fall auch eine Moro-Tür setzen. Zumindest eine, falls wir durch die Türen kommen. Unsere Kiste ist auch noch Zeug drin, ne? Gehen wir gar nicht alles mit jetzt. Ja, ihr seht, das ist mal wieder eine alte Rastfolgenlänge, aber ich wollte jetzt nicht den Cut da direkt mitten im Looten beim Airfield machen. Weil der eine oder andere hat es vielleicht auch noch nicht gesehen, dass unten. Wir werden da auch noch mal hingehen mit ein bisschen mehr Ruhe und Zeit. Uns das mal angucken. Da unten beim Airfield. Bin ich jetzt verwirrt oder was? Unten beim Airfield. So, was kriegen wir mit? Den können wir hier lassen. Dann nehme ich Straßenschilder. Dann kann ich nämlich mal eine Straßenrüstung machen. Und das. Ja, der Rest ist nicht so wichtig. Können wir immer noch mal mitnehmen. Gut, Leute. Auf jeden Fall erfolgreich. Wie gesagt, ich muss jetzt gleich einkaufen und so ein Gedöns erstmal alles. Ich werde die Öfen anschmeißen. Bin dann auch erstmal weg. Und dann muss ich mal gucken. Ich muss heute auf jeden Fall auch noch 7 Days aufnehmen. Ein bisschen. Aber wir werden dann auf jeden Fall, wir haben jetzt genug Sufo. Werden wir auf jeden Fall die Höhlenbase angehen. Wir werden da mal reingucken. Da muss ich mich gleich mal entscheiden. 4, ich glaube, einen hatte ich. Muss ich mich gleich mal entscheiden, ob ich einen. Ja, ich habe nichts Unwichtiges mehr. Ob ich einen Flammenwerfer mache. Stoff. Na, ja, scheiß drauf. Muss ich ihn herholen. Ob ich einen Flammenwerfer mache oder eine Amore-Tür. Ja, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt reingucke. Ich kann nur eh nichts mitnehmen. Kann ich ja mal eben. Hier können wir ja mal checken. So, Amore-Tür waren 25. 5 Zahnräder. 5 Zahnräder ist nicht das Problem. Wir können auf jeden Fall auch schon ein paar Geschütze machen. Also diese Shotgun-Mopeds. Damit können wir natürlich so schwache Wände auch wenigstens ein bisschen absichern. Und einfach eine Decke machen, die in die Richtung zeigt. Gut, Weapons. Wo ist er? 15, ja gut. Dann werden wir den auf jeden Fall machen. Sogar nur 2, aber 6. Oh, 6 Rohre. Ja gut, scheiß drauf, werden wir machen. Weil wir werden die komische Base da hinten aufbrennen. Und in die Höhlenbase reingucken.
Ja, das werden wir die nächste Folge machen, denke ich. Wird in Ruhe alles durchkräften und so weiter. In diesem Sinne, danke ich mich fürs Zusehen. Wie immer, lasst mir eine Meinung da. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.